Okay, ich würde sagen, wir starten und wir starten heute zum Thema Product-Led Growth. Es soll ja heute gar nicht nur um Growth Hacking gehen, ja, sondern eben um einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil vom Growth Hacking. Und das ist eben genau das, was Emily eben schon mal gesagt hat. Da hören wir mal schnell drüber. Das ist langweilig. Genau das, was Emily eben gesagt hat, quasi Wachstum aus dem Produkt raus. Vielleicht haben die einen oder anderen es gesehen. Wir haben eine Umfrage gemacht diese Woche auf LinkedIn. Und ich habe einfach gefragt, hier eine Frage, die jeden umtreiben sollte, was ist der wichtigste Faktor für Wachstum? Und wenn ihr euch da die Ergebnisse anguckt, ob das jetzt statistisch relevant ist mit 183 Antworten und da ein paar Antworten fehlen, ganz ehrlich, ist mir alles scheißegal gerade. Ich sage einfach hier, guckt euch das an. Die meisten sagen Team. Ja, der wichtigste Faktor ist Team. Dann kommt mit viel Abstand Marketing, Sales und dann kommt Produkt und am Ende ist, dass ich auch finanziell irgendwie was auf der Kante haben muss. So, ich will das gar nicht groß bewerten, weil man muss auch sagen, alles, was man auf LinkedIn macht, passiert immer in einer bestimmten Bubble. Das heißt, ich erreiche wahrscheinlich Leute, die eh schon so ähnlich denken, wie ich denke. Aber ich nehme das gerne als Anhaltspunkt, dass ich sage, und dann komme ich doch zu der Folie davor, ich war 6 Jahre lang Produktmanager. Das heißt, Sie müssen mich vielleicht so ein bisschen kennen. Ich habe hier unten bei der Firma Trusted Shops damals, das ist hier in Köln, so ein Online-Shop-Gütesiegel, das kennt ihr bestimmt von Zalando und den ganzen Shops, wo das drauf ist. Und ich habe damals dieses Bewertungssystem hier unten an den Start gebracht. Das heißt, ich habe das richtig konzipiert, ich habe es programmiert und dann haben wir das in den Markt eingeführt. Und eine Nacht später war ich Produktmanager von dem Ding. Und dann habe ich da ein riesiges Team aufgebaut und habe das in 13 Länder quasi gelauncht. So, und in dem Zuge war ich Produktmanager. Das heißt, ich habe da als Techie, ich bin grundsätzlich Techie, da habe ich halt festgestellt, wie wichtig es ist, dass dein Produkt bestimmte psychologische Trigger bedient und das Marketing wiederum darauf aufsetzt. Und da wir das in der Company, das sage ich genauso, wie es war, aus meiner Sicht im Marketing nicht gut genug gemacht haben, musste ich mich halt dieser ganzen Produktmanagement-Mechanismen bedienen und habe dadurch auch irgendwie das Marketing gelernt. Ja, so bin ich überhaupt zu diesem Thema Growth Hacking drangekommen, weil ich komme eigentlich immer aus dem Produkt. Und jeder, der mit mir schon mal in einem Workshop war oder in einem Coaching war, der stellt fest, ich bin schneller mit euch im Produkt. Also Isabella, wo bist du gerade? Du kennst da unser Thema. Ich bin schneller im Produkt, als ihr Oh gucken ja, könnt. Manche das buchen stimmt. uns wegen Marketing und ich bin so schnell mit euch im Produkt, um zu gucken, okay, welchen Mehrwert, welchen Pain bedient denn euer Produkt und wie schnell kommen denn die Leute, die wir uns teilweise mit viel, viel Marketingbudget oben, wir kloppen Marketingbudget drauf mit den geilsten, krassesten Marketing-Hacks und die Leute versauern dann am Ende im Produkt. Warum ist das so? Ja, die Begründung, die ich sehr, sehr oft bekomme, ist, ja, das macht ja da hinten die Technikabteilung. Ich bin ja Marketing. Das heißt, da darf ich gar nicht dran. Die haben ja da ihre eigene Tech- und Produkt-Roadmap. Ja, das sind verschiedene Silos. Das Beispiel kennen wir gerade alles aus gewachsenen Unternehmen. Das heißt, es geht gar nicht Hand in Hand, Produkt, Marketing und Sales. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Growth Hackings, des Wachstums, dass wir das natürlich entsprechend verzahnen. Ja, und da komme ich her und deswegen habe ich bei dem Thema Product-Led Growth so eine ganz besondere Leidenschaft. Also sorry für meine Emotionalität heute Abend, aber übrigens, die wird nächste Woche Dienstag um 17 Uhr wieder genauso sein. Also, so viel zum Auftakt. Zu unserem Prozess. Das ist unser Growth-Hacking-Prozess. Wir haben heute keine Zeit, den komplett zu erklären. Ich will darauf hinaus, dass hier in der Mitte ist eine kleine Phase. Die nennt sich, die habt ihr alle schon mal gehört. Und wenn nicht, müsst ihr die unbedingt googeln, um rauszufinden, was das ist. Ja, die nennt sich Product Market Fit. Da steht nicht Market Fit im Sinne von Marketing Fit. Und da steht auch nicht Product Fit, sondern da steht Product Market Fit. Ja, was ist dieser Product Market Fit? Der Product Market Fit ist, ihr habt ein neues Produkt erfunden. Vielleicht euer Startup. Vielleicht seid ihr in einem großen Unternehmen, wo ihr ein neues Produkt startet. Oder ihr wollt in ein neues Land rein, um euer Produkt dort wiederum zu vertreiben oder so. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Product Market Fit bedeutet, dass euer Produkt auf den Markt passt. Was ist der Markt? Der Markt ist eine bestimmte Zielgruppe. Die passen zusammen. Woher weiß man, ob die zusammenpassen? Steht hier in ganz kleinen drunter. Im besten Fall, dann hat schon mal einer gekauft. Und je nachdem, was ihr da verkauft, haben es vielleicht 10 gekauft. Und bei den anderen Produkten haben es vielleicht 100 gekauft. Da gibt es keine Kenngröße, wann dieser Product Market Fit erreicht ist. Aber wichtig ist, nachdem ihr ganz viel getestet habt,
was sind die Zielgruppen und was funktioniert wie und wie funktioniert unser Produkt, ist es wichtig, dass ihr diesen Product Market Fit so schnell es geht erreicht. Ja, weil ab dem Zeitpunkt habt ihr quasi den kleinen Beweis, dass euer Produkt auf den Markt passt. Und das ist der Beweis, dass es eben zusammengehört. Natürlich ist es ein Henne-Ei-Problem, ja, sodass ein Produkt ohne Marketing wahrscheinlich nicht funktioniert. Und Marketing mit einem scheiß Produkt funktioniert auch nicht. Ja, und genau deswegen müssen wir es zusammenbauen. So, und da kommt genau diese Idee des Product-Led Growth an den Start. So, und da haben wir ein paar Hacks mitgebracht. Der hier am Anfang vor allen Dingen, der ist nicht neu. Ich hoffe, dass ihr davon schon mal gehört habt. So, ich frage einmal rein, ihr könnt entweder Hand heben oder hier einen virtuellen Daumen betätigen. Wer hat von diesem Aha-Moment schon mal gehört? Okay, das war jetzt vielleicht, da kommen noch zwei Nachzügler. Das war jetzt vielleicht nicht die Hälfte, knapp die Hälfte. Ja, dieser Aha-Moment. Und die Lösung, die steht schon im Wort drin. Der Aha-Moment ist ein Zeitpunkt in der Customer Journey. Customer Journey, jemand sieht eure Ad, kommt auf eure Landingpage, auf eure Webseite und bucht dann euer Produkt und dann soll er irgendwie das Produkt nutzen. Und übrigens, komme ich gleich nochmal zu, es ist scheißegal, was für ein Produkt. Das kann eine App sein, das kann eine Software sein, das kann eure Dienstleistung sein und ich übertreibe, es kann sogar der Friseur sein. Ja, das ist am Ende egal, der kauft euer Produkt. Und der Aha-Moment ist der Zeitpunkt, wenn der Kunde, der User, das erste Mal sagt, aha, das ist also der Mehrwert von diesem Produkt. So geht das also. So sieht das also nachher aus. Der erste Zeitpunkt. So, und den müsst ihr rausfinden. Egal, was ihr für ein Produkt habt, egal, was ihr für eine Dienstleistung habt, ihr müsst diesen Aha-Moment rausfinden. Wann sagt der User, der Kunde, der kostenlose Nutzer, was auch immer, wann sagt er das erste Mal, verstehe. Das ist das, was hier also geil ist. Das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Ich mache es mit ein paar Beispielen. Ihr habt vielleicht schon ein bisschen vorgelesen hier. Facebook. Wir können uns nicht mehr daran erinnern. Ich rede nicht von Facebook eingeloggt, sondern als wir uns für Facebook registriert haben, vor 54 Jahren. Ja, gefühlt. Der Herr Zuckerberg war schon immer ein schlaues Kerlchen. Der hat auf Datenbasis hat er gemessen, ja, dass die Leute, die innerhalb der ersten 10 Tage mehr als 7 Freunde hatten, dass die häufiger sich danach in Facebook eingeloggt haben. Heute, glaube ich, wissen wir sehr, sehr klar, warum das so war. Wenn du in Facebook keine Freunde hast, also keine Freunde haben, ist an sich irgendwie doof, ne, aber auf Facebook ist es nochmal doof. Ja? Wenn du auf Facebook keine Freunde hast, ist dein Newsfeed quasi leer. Und wenn dein Newsfeed leer ist, hast du morgen keinen Grund, nochmal wiederzukommen, weil du nichts verpasst. Und deswegen hat der, ist jetzt relativ logisch, ne, im Nachhinein, aber der hat das halt auf Datenbasis rausgefunden, dass er gesagt hat, okay, innerhalb von 10 Tagen mindestens 7 Freunde und diese Leute, die das machen, haben eine höhere Retention auf Facebook. Das heißt, die loggen sich häufiger ein, die machen da mehr, die bleiben auch länger da drauf. Wie verdient Facebook das Geld? Mit Werbung. Das heißt, die leben davon, dass die Leute, solange es geht, auf dieser Plattform sind. Das heißt, das ist der Aha-Moment von Facebook. Statt irgendwelche tonnenweise langen Profile auszufüllen und hier kannst du noch machen und da kannst du das noch machen. Was hat der für Ideen entwickelt, um diese Kennzahl zu triggern? Habt ihr eine Idee? Was hat er damals gemacht, damit ich möglichst schnell mehr Freunde in Facebook habe? Haut mal was raus. Der hat dir was vorgeschlagen. Genau, Vorschlagssuche. Haben alle anderen nachher kopiert? Vorschlagssuche, du kommst rein, der könnte zu dir passen, der könnte zu dir passen. Die waren auch meistens noch relativ gut, die Vorschläge, weil es ja klar, wenn wir beide eh schon connected sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit deinem Freund, Freundin auch connected bin, relativ groß. Vorschlagssuche. Gmail-Adressbuch importieren. Der größte Prä-DSGVO-Hack aller Zeiten wahrscheinlich. Ja, dass man einfach ein Adressbuch importiert. Und so weiter. Kam der Feed nicht auch von Facebook? Der Feed allgemein. Der Newsfeed an sich? Ja. Warum? Okay, das ist aber ja ein Feature. Ne? Also absolut. Ich glaube, dass Facebook auf jeden Fall die Ersten waren, die das da haben durchtickern lassen. Ja, da seht ihr, der ist sich sehr, sehr klar geworden über seinen Aha-Moment und dann hat er den User bei der Registrierung so schnell es geht zu diesem Aha-Moment gebracht durch verschiedene Features, die er dann im Growth-Hacking-Style entwickelt hat. Und glaubt mal, die Vorschlagssuche war nicht die einzige Idee, die getestet haben, um eben auf diese KPI einzuzahlen. Nächstes Beispiel. Nehmen wir einfach mal Dropbox, weil wir es alle kennen.
100 Jahre her, da gab es keine Cloud-Software. Um die Idee, den Mehrwert, den Nutzen von Dropbox zu kapieren, das, wie will man das, das kannst du jemandem erklären, das versteht aber keiner. Ne? Du hättest sagen können, ja, das ist das Gegenteil von einem USB-Stick oder sowas. Ja, das wäre vielleicht eine gute Erklärung gewesen, hätte sich aber keiner vorstellen können. Ja, das heißt, er hat herausgefunden, dass der Aha-Moment, den ein User erreichen muss, ist, dass der sich anmeldet und so schnell es geht, das erste Mal eine Datei eben in die Cloud legt. Damit er das fühlt, damit er kapiert, okay, hier ist eine Datei, die muss ich eben jetzt nicht auf den USB-Stick legen und den rausziehen und dann klappt er nicht oder so, sondern ich lege das oben in die Cloud, in irgendeinem Dropbox-Space, habe ich nicht verstanden, was es ist, um ihn dann an einer anderen Stelle wieder runterzuziehen. Das ist der Aha-Moment. Und nicht ein Profilfoto hochzuladen, die Kreditkartendaten einzugeben oder was man sonst hätte noch alles machen können. Das haben die rausgefunden und haben dann so schnell es geht die Leute in der Customer Journey dahin gebracht, dass ich so schnell es geht die Dropbox auch nutze. Weil nur, wenn ich die Dropbox auch nutze, das ist ja ein Free-Tool, ne, das ist ja kostenlos, werde ich überhaupt auch in die Lage kommen, irgendwann ein Upgrade zu machen. Da sind wir ganz ehrlich, Free-Tools haben wir alle noch und nöcher darum liegen. Aber die meisten haben wir gar nicht nie richtig genutzt, was auch dann dazu führt, dass wir niemals das Upgrade machen werden. Warum? Es gibt keinen Grund, weil das Ding hat für mich per se keinen Nutzen. Außer sie haben mich von vornherein beschissen. Mit einer bescheuerten Abo-Falle oder sonst irgendwas. Ja? Nächste Beispiel. Dienstleistungen machen wir ja übrigens auch. Und wir haben auch sehr, sehr viele Leute bei uns im Coaching, in der Beratung, die halt auch Dienstleistungen verkaufen, in welcher Form auch immer. Der größte Showstopper ist Trust. Das ist auch keine Neuigkeit, tut mir leid dafür. Ja, ist Trust, dass die Leute kein Vertrauen haben in die Person, in das Programm, in das Investment, weil Dienstleistungen immer so teuer sind. Ja, das heißt, was kann man machen? Schon auf einer Landingpage angefangen, um diesen Aha-Moment aufzulösen. Was gibt es für Ideen? Nehmen wir mal an, bei uns. Was können wir machen, damit du uns so schnell es geht A, traust und B, wirklich von dem, was wir euch geben können, überzeugt bist. Habt ihr eine Idee? Das Video, was du gerade aufnimmst, online zu stellen, damit die anderen sehen, wie es funktioniert. Danke. Ich muss sehen, dass ihr Erfolg hattet schon mal mit dem, was ihr gemacht habt. Ja, auch gut. Nee, fangen wir bei Patrick an. Genau das. Ein Video, wo wir Mehrwert geben, wo wir im Coaching sind. Ob das jetzt hier gerade mit 25 Leuten ist oder ein Individualcoaching, das müssen wir testen. Da ein Stück rauszuschneiden, um das nach draußen zu schmeißen, damit möglichst viele Leute aus der Zielgruppe das sehen und denken so, boah, krass, boah, das muss ich auch mal hin. Der kann mir ja auch helfen. Das hört sich simpel an. Das ist aber nicht simpel, weil jeder muss ja für sich selber diesen Aha-Moment finden. Das ist das Problem. Ja. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Wir haben Kunden, das sind die lieben Sticker-Stars aus Berlin übrigens. Die machen so Panini-Fußballalben, aber halt für eure Company, wenn ihr das wollt. Ja, also die haben das quasi gewidelabelt. So, selbe Beispiel. Wie kann man als Stickers, also wie kann man als White-Label-Sticker-Album den Mehrwert möglichst schnell in der Customer Journey nach vorne tragen? Habt ihr eine Idee? Ja, ein Generator für Sticker mit einem Bild hochladen, dass man dann sofort irgendein Bild als Sticker sehen könnte. Ja, nice. Genau. Variante 1. Variante 2, einfach super simpel, ein Demo-Album quasi auf der Webseite anzeigen, weil man kann sich das ja nicht vorstellen. Also ich erinnere mich nur an das WM90-Album, wo Lothar Matthäus drin war. So, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, wie jetzt meine Company oder mein Feuerwehr, nicht Verein, doch, sind Verein, ne? Wie mein Feuerwehrclub hier irgendwie. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, einmal sozusagen zum Anfühlen, dass ich mir das vorstellen kann. Macht es den Leuten gefühlt anfassbar, was sie am Ende bekommen werden. Das ist der Aha-Moment. Und den müsst ihr aber für euch rausfinden. Noch ein Beispiel. Wir haben Tesa als Kunden. Hier, Tesa-Film. Die machen unter anderem auch Fliegengitter. Ja. Die Frage ist bei dem Fliegengitter, was ist der Aha-Moment von einem Fliegengitter? Also ich nehme die Beispiele bewusst, ne, weil die so bescheuert sind, um euch wirklich zu zeigen, der Aha-Moment ist immer da, man muss ihn halt nur finden.
Fliegengitter, einfache Montage. Genau, das ist nämlich genau gleichzeitig auch die Hürde, die ich habe, ne? Dass ich denke so, ja, Fliegengitter, boah, ja, hätte ich gerne, weil dieses Jahr gab es ja ohne Ende viel Wespen und so, bla bla. Ja, aber bin ich als, ich bin echt ein schlechter Handwerker, ne? Ich bin gut, der Experimentierer, ich probiere alles aus, aber es klappt nie beim ersten Versuch. Leider bei mir auch beim Handwerken so. So, und dann denke ich so, ja, kann ich das? Passt das? Ist das die richtige Größe? Ne, das sind alles Hindernisse, die man im Kopf hat. Und wenn man das schafft, denen das schon auf einer Landingpage oder auf Amazon, die verkaufen das teilweise auf Amazon, dort zu zeigen, ja, dann übernimmst du die Barrieren weg und bringst sie so schnell es geht zum Aha-Moment. Zu zeigen mit einem YouTube-Video, wie das geht, wie das am Ende aussieht. So, ich höre jetzt dann, da auf. Habt ihr dann im Bundle Fragen? Mit, und dann bitte? Im Bundle mit Tesa Powerstrip? Das Fliegengitter? So viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich muss mal kurz hier, mein Ton hat sich hier umgestellt irgendwie. Okay. Habt ihr grundsätzlich, also wir kommen jetzt gleich mal, habt ihr grundsätzlich bis dato Fragen zur Definition von dem Aha-Moment? Oder noch besser, hat vielleicht einer ein Beispiel von sich selber, wo er sagt, hier, das ist unser Aha-Moment und will ihn uns einmal verraten? Das wird toll. Ich kann vielleicht mal aus der Praxis berichten. Wir wussten das lange nicht. Wir haben ja, gut, wir haben ein Softwareprodukt. Wir haben dann einfach unsere Kunden gefragt, wirklich am Ende der Session, du sag mal, was war dein Aha-Effekt? Genau die Frage. Und da haben wir es relativ schnell rausgefunden. Das vielleicht nochmal so als, das war ganz cool, weil da haben wir dann gewusst, wo in der Software war der genau der Punkt, wo die gesagt haben, das bringt uns den Mehrwert. Und nach 10, 15 Fragen wusste man das dann halt. Also das vielleicht noch so als, ja. Hack. Ja, das ist der Hack. Ne? Also ehrlich gesagt, Datenbasis, Facebook hat natürlich genug Daten. Ne? Die haben genug Leute. Das heißt, die können mit der Datenbasis relativ viel rumexperimentieren. Die meisten, gerade im B2B-Bereich und im Dienstleistungsbereich, haben gar nicht so viel Traffic, dass man da wunderbar mit Daten was machen könnte. Das heißt, wie kommt man da drauf? Ihr müsst die Leute befragen. Ihr müsst die Leute ganz stumpf fragen, und ob ihr das mit kleinen Surveys macht an der richtigen Stelle oder ob ihr sie verdammt nochmal einfach anruft und wirklich fragt, sagt mal, warum bist du da und da abgebrochen, warum hast du da nicht weitergemacht? Und so hangelt ihr euch Schritt für diesen Aha-Moment. Und glaubt mir, der Aha-Moment ist das Zentrum eures Produktes. Wenn jemand den Aha-Moment nicht erreicht, dann wird er euch nicht länger Geld geben, falls er euch jemals Geld gegeben hat. Ne? Noch ein Beispiel. Viele machen Free Trials. Ne? Du kannst hier 14 Tage meine Software frei ausprobieren. Es ist aber gar nicht möglich, das sehe ich ganz oft, es ist aber gar nicht möglich, dass man innerhalb von 14 Tagen den Aha-Moment erreicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Das heißt, ihr schneidet das Free Trial quasi weg, obwohl die den Aha-Moment noch gar nicht erreichen konnten. Das wird niemals ein erfolgreiches Produkt werden. Ja. Okay. Ihr schmeißt Fragen einfach rein. Ein Beispiel von mir selber. Ich habe eben von diesem Online-Shop-Bewertungen gesprochen. Ja, also wir haben dieses Bewertungsprodukt da damals gebaut und dann haben wir das versucht, an die Leute zu bringen, bla bla. Und ihr seht hier auch Growth Hacking unseren A-Metrics-Funnel. Ne, dieses A-Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral. Geht jetzt ein bisschen zu weit, müssen wir in einer anderen Session machen. Das ist quasi unser Tracking-Funnel, ja, wie wir geguckt haben, wie erfolgreich ist eigentlich unser Produkt. Wichtig ist mir, dass wir hier einmal ganz kurz durchgehen, weil da kann ich erklären, wie wir zum Aha-Moment gekommen sind. Hier ist einmal unser Traffic. Ich glaube, hier war eine Kampagne von einem Monat. 35.000 Leute hatten wir auf unserer Landingpage. Von diesen 35.000 Leuten haben 3.234 ein Free Sign-Up gemacht für ein Freemium. Ja, also kostenlose Anmeldung. Sind knapp 10%. Ist, glaube ich, ganz gut. Growth Hacking, wir haben übrigens angefangen mit 3% und dann haben wir uns diese Kennzahl genommen und haben so lange die Conversion optimiert, bis sie bei 9 war. Schritt für Schritt. So, dann müssen die natürlich eine Double Opt-in-E-Mail bestätigen. So ist das ja. Ne? Seht ihr hier, haben wir 22% verloren. Auch da. Jeder Marketer wird sagen, ja, aber für die Double Opt-in-E-Mail, die kommt ja da unten aus dem System raus, da kann ich ja nichts für. Da sage ich, machen wir hier Growth oder 22% von Leuten, die ihr hier oben akquiriert habt, haben wir hier verloren. Gut war, ich war ja auch verantwortlich für die Technik, das heißt, ich musste nirgendwo hingehen, ich musste nur mit meinem IT-Team sagen, so Leute, wir gehen jetzt hier an die Double Opt-in-E-Mail ran. Nächster Schritt, die mussten quasi so ein kleines Code-Snippet einbauen in ihren Shop,
ja, damit das Ding anfängt, Bewertungen zu sammeln. Und ihr seht hier, da ist auf einmal die Abbruchrate. Warum? Ja, weil die Leute müssen irgendwas einbauen. Technik, ich habe Angst. Oh, ich kann es nicht. Oh, es klappt in meinem Shopify, WooCommerce, XT-Commerce, Magento, was weiß ich, was es da alles gibt. Es klappt bei mir nicht. Ja, das war unser Tracking-Spiel, das Schritt für Schritt zu optimieren. Und jetzt kommt die entscheidende Stelle. 763 von den 892 haben mehr als eine Bewertung gesammelt. So, jetzt kommen wir langsam zu dem Mehrwert. Ne? Warum meldet sich jemand für ein Bewertungstool an? Nicht, damit es da ist oder nicht, damit ich es integriert habe oder vorher die Kreditkarte eingeben muss oder so, sondern damit ich verdammt nochmal Bewertungen bekomme. Das heißt, die erste Bewertung ist heilig. Das heißt, aus dem Produkt raus müsst ihr die auch zelebrieren. Wenn die erste Bewertung sammeln, so schnell es geht, schickt ihnen eine Mail und feiert die, bis ihr nicht mehr könnt. Yay! Erste Bewertung ist da. Das ist wichtig, weil es ist das erste Mal Mehrwert. Vorher war alles Shit. Vorher war für den Kunden alles nur Arbeit. Das nervt den. Aber sobald die erste Bewertung da ist, findet er super. Erste Bewertung von den 763 haben wiederum 181 mehr oder gleich 5 Bewertungen bekommen. Jetzt seht ihr schon den Unterschied. Das ist übrigens auch eine Aussage für deine Zielgruppe. Vielleicht haben wir da viel zu kleine Shops eingesammelt, die gar nicht genug Bestellungen machen, sodass sie da überhaupt auf eine relevante Anzahl von Bewertungen kommen. Sprich, wenn jemand bei uns eine Bewertung einsammelt in einem Monat, da kann ich euch sagen, der gibt uns noch nicht mal 1 Euro für das Tool. Das wusste ich schon vorher. Ich wusste aber nicht, was wirklich diese Kennzahl am Ende ist. So, und hier seht ihr die 10. 115 von den 892 haben mindestens 10 Bewertungen eingesammelt. Und was ich euch sagen kann, durch ganz, ganz hunderte von Gesprächen mit diesen Shopbetreibern war, diese 10 Bewertungen, und ich habe das Tool übrigens sogar selber für meine eigenen Webseiten genutzt, diese 10. Bewertung ist so ein magischer Trigger. Das heißt, die erste ist super, dann brauchst du relativ schnell die zweite, die dritte, die vierte. Und ab der 10. sagen die Leute, boah, nehmt mir das Tool jetzt auf keinen Fall weg. Weil 10 Bewertungen, das sind ja Bewertungen von deinem Business, das sind 10 Bewertungen von deinem Produkt, von deinem Geschäft, die sind oft auch sehr emotional. Bei 10 Bewertungen sagst du so, wow, 10 ist schon ziemlich cool, nehmt mir auf keinen Fall das Produkt weg. So, und das haben wir durch ganz, ganz viele Umfragen mit den Kunden gemessen, haben hier diesen Tracking-Funnel aufgebaut und konnten dann sehr, sehr klar sagen, okay, erst sobald, jetzt gehen wir komplett in Sales rein, sobald 115, also die 115, die die 10. Bewertung eingesammelt haben, kostenlos, die haben wir furztrocken in die Sales-Abteilung gegeben und haben gesagt, hier Leute, das sind keine Leads, sondern das sind knüppelhart zufriedene Kunden mit Mehrwert, bitte anrufen und upgraden aufs fette Paket. Weil die den Mehrwert überschritten hatten. Für die war das Produkt so nützlich, weil sie schon 10 Bewertungen hatten, ja, dass die konvertieren. Das mal so als Verbindung aus dem Produkt raus, wie man sich da ranhangelt, wie sauber man es durchtracken muss, wenn man den Aha-Moment gefunden hat und welche Macht dann dieser Trigger hat. 10 Bewertungen. Vielleicht sind es auch 11 und vielleicht sind es 9. Ja, das ist nicht so entscheidend, wie dass du so eine ungefähre Kenngröße hast, auf die du optimieren kannst. Das bedeutet für uns als Produktmanager, wir haben von der Landingpage angefangen bis hin in die Produktnutzung rein, die versucht, so schnell es geht, zur 10. Bewertung zu bringen. Und wir haben ein ganzes Team gehabt, was sich den ganzen Tag nichts anderes als damit beschäftigt hat, zu überlegen, was können wir noch tun mit E-Mails, mit Tutorials, mit Anrufen, mit weiteren Surveys, mit Webinaren, um denen so gut es geht zu unterstützen, damit die so schnell es geht die 10. Bewertung in den Sack bekommen. Weil wir wissen, wenn du die 10. Bewertung hast, bist du relevant für Sales. Vorher bist du vielleicht ein wärmerer Lead. Ja? Habt ihr Fragen zu dem Beispiel? Ja? Hat jemand so ein ähnliches Beispiel vielleicht, was er erzählen kann oder möchte? Okay, mal weiter. Ja, ich hätte vielleicht eins. Ja, hau raus. Hab mit Kernwerk zusammengearbeitet, Fitness-App, und da war ganz wichtig, dass jemand den Fitness-Test gemacht hat, den Early-Fitness-Test.
und quasi herausfindet, dass man, also welcher Typ ist man, in welche Richtung sollte man trainieren und dass man dann das erste Workout of the Day macht, um den Aha-Moment zu haben, dass dieses individuelle, also die hatten so eine KI im Hintergrund, die für dich einen Trainingsplan erstellt hat und davor war es total abstrakt, aber nachdem man den Test gemacht hat und dann auch die KI arbeiten lassen hat und dann das Workout of the Day gemacht hat, haben wir gesehen, dass die Retention deutlich stärker wird. Also dass vor allen Dingen auch die User wiederkommen, die genau das machen. Mhm. Und das ist ein so ein Beispiel, Aha-Moment, Activation. Finde ich cool. Wie habt ihr das rausgefunden? Tatsächlich hat davor keiner so richtig auf die Zahlen geguckt und erst als wir angefangen haben, den Funnel aufzuschlüsseln, um zu sehen, okay, von Attention sogar noch, weil die haben ganz viel Branding gemacht, aber kaum User dadurch generiert. Dann haben wir gesehen, okay, von Attention zu Acquisition ist ein Bruch und dann, okay, sieht ganz gut aus mit den Sign-ups, aber Activation sieht schlecht aus und dann, was kann man machen? Man musste halt auch erstmal der Product Lead, der CTO dann die Pille schlucken und das Aufschlüsseln des Funnels war dann wichtig. Ja, ich greife das hier nochmal auf, weil man kann hier, das ist ein ganz klassisches Beispiel, was halt viele tun ist, Marketing ist halt relativ simpel. Ne, weil mit Budget, ein bisschen Kreativität und wenn man ein bisschen weiß, wie es geht, klopfst du einfach auf Marketing Kohle drauf und Zeit drauf und dann füllst du hier oben dein Funnel immer weiter auf. Und über Conversion Rate Optimierung brauchen wir schon gar nicht mehr reden, weil das haben die meisten jetzt auch kapiert, dass sie zumindest mal auf deiner Landingpage dann auch noch konvertieren müssen. So, und dann sagen alle Marketer, goodbye, ich habe meinen Job gemacht, weil ich habe den Lead reingeholt. Und dann lassen wir die alle wunderschön hier in unserem Produkt versauern. Und es kümmert sich kein Mensch mehr darum, wie viele Leute sind da reingekommen, an welcher Stelle haben die denn nicht weitergemacht. Wir haben auch einen tollen Kunden, das ist eine App, bei dem haben wir genau dasselbe Spiel. Haben wir richtig geile Marketingkampagnen oben, Social Ads geschaltet, die haben super funktioniert, die sind immer günstiger geworden. Das heißt, es sind immer mehr User in diese App reingekommen. Aber die App wurde von externen Entwicklern gebaut, wie es ja oft der Fall einfach ist. So, und die haben sich natürlich da mehr oder weniger quergestellt und haben gesagt, ja, nee, wir müssen hier erstmal das machen und das machen. Wo wir immer gesagt haben, nee, wir müssen auf den Aha-Moment gehen. Hier ist der Aha-Moment, wir haben die Leute befragt, aber wir müssen auf dem Registrierungsformular, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, weil die mussten, glaube ich, 5 Schritte machen, bis sie überhaupt mal in der App drin waren. Und seid mal ehrlich, gerade in dieser App-Welt, auf 5 Schritte, da hat keiner mehr Bock heutzutage. Und mit jedem Jahr, wo die Leute jünger werden, ich bin ja 40 geoutet, ja, aber mit jedem Jahr, wo die Leute jünger werden, werden die Schritte weniger, glaube ich. Okay, gut. Hier weiter, wenn das geht. So, ein wunderschönes Beispiel. Flaschenpost, mittlerweile eine Milliardäre. Sind ja schön gekauft worden von Dr. Oetker. Ein wunderschönes Beispiel, wie ich finde, von diesem Aha-Moment. Das ist aus meiner Flaschenpost. Ihr kennt ja alle Flaschenpost? Ja, ne? Hier Getränkelieferservice. Von dem ich vor 2 Jahren nicht gedacht hätte, dass ich irgendwann mal großer Fan von denen werde. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn die da waren, ne, und überall ist alles voll Getränke, habe ich sogar ein echtes Befriedigungsgefühl. Ja, ich denke so, boah, wir haben 3 riesige Tonnen Milch, eine Kiste Bier und 20 Wasser. Ich muss jetzt einen Monat nichts mehr machen. Finde ich super geil. Ja, so, hier ist die App von denen. Das heißt, ich habe mir die Sachen in den Warenkorb gelegt. Und jeder Conversion-Spezialist, jeder UX-Designer würde uns davon raten, wenn ich hier schon im Warenkorb bin, so schnell es geht, mich an der Kasse vorbeizuschubsen. Hier unten den Button grün noch größer zu machen. Was macht Flaschenpost? Die schreiben hier in die Mitte in hässlich und grau, aber sehr, sehr prominent. 67 Kilo. Sie haben 67 Kilo weniger geschleppt. Das heißt, die ballern mir den Aha-Moment, den Grund, warum ich Flaschenpost nutze, die ballern mir den kurz vor der Kasse noch einmal ins Hirn, ja, sodass die 10 Euro, die ich hier unten mehr bezahle oder so, dass die mir scheißegal sind. Weil ich einfach denke, so, boah, geil, die haben mir das hier vor die Tür gestellt. Dass die mir das nicht im Kühlschrank eingeräumt haben, ist echt alles. Das ist übrigens eine gute Idee.
Ja, also für mich wäre das eine gute Idee. Versteht ihr das? Nochmal den Aha-Moment genau gekannt und an jeder Stelle wirklich immer wieder und nicht die 20 Features, die wir haben, sondern immer den Aha-Moment genau ins Gesicht, damit ich keine, dass ich immer wieder sage, boah, 67 Kilo weniger geschleppt, das ist ganz schön viel. Und ich bin echt super stark und übrigens mein Rewe ist bei mir nur 250 Meter hier gegenüber. Das heißt, so viel mehr Arbeit ist das gar nicht, aber das hier ist viel cooler. Aha, Moment. Always and everywhere. Noch ein Beispiel. Willkommen in unserer Masterclass. Wir sind B2B. Das heißt, wir verkaufen Trainings, wir verkaufen Coachings und Workshops. Hier ist ein ganz altes Template von unserem Marketing-Sales-Funnel. Das, was wir hier machen mit euch, ja, ist unser Vehikel, ist unser Growth-Hack, wie wir unsere Leads, unsere Kontakte, unsere Bestandskunden so schnell es geht, zum Aha-Moment bringen. Weil wir wissen, unser Aha-Moment ist der, dass ihr einmal mit uns in irgendeiner Form in ein Coaching gehen müsst. Dass wir uns austauschen, dass wir individuell euch Tipps geben können. Dass ihr merkt, wie wir sind. Und es gibt auch manchmal Leute, die denken so, oh, die sind mir ein bisschen zu wild. Die meisten denken das nicht. Aber da sage ich besser, wir finden das hier raus, als noch weiter unten im Funnel. Ja? Masterclass, ihr könnt Webinare machen. Und ihr könnt das auch machen, wie ihr wollt. Ich gebe euch nur einen Tipp, wenn ihr Dienstleistungen verkauft oder wenn ihr eure Software verkauft, wenn ihr Sachen verkauft, die schwer zu erklären sind. Ganz ehrlich, Growth Hacking Trainings sind schwierig zu verkaufen. Weil 9 von 10 Leuten haben doch gar keine Ahnung, was Growth Hacking ist. Die finden das irgendwie cool, gucken sich das mal an. So, deswegen ist das Beste, und ich kann sagen, ich habe 3 Jahre gebraucht, um das rauszufinden und habe mich dahin experimentiert. Diese Masterclass hier ist einer der besten Hacks von 2020, den wir haben. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Variante das hier ist. Also Version 20 haben wir mindestens gemacht, vielleicht eher 25. Und mittlerweile die 20, 25 Leute, die hier drin sind, wir können sehr, sehr klar sagen, ja, dass mindestens 10 von euch werden mit uns unten weitergehen, weil sie hier gerade diesen Mehrwert bekommen. Persönlich, echt, nicht automatisiert, kein automatisiertes Recording-Scheiß irgendwas. Ich sage nicht, dass das nicht gut ist. Ja, vielleicht, wenn wir irgendwann mal 1000 Kunden mehr haben, müssen wir das vielleicht auch automatisieren. Ich kann euch eines versprechen, ich werde alles tun, damit es nicht passiert, weil unsere Stärke liegt in der Persönlichkeit. Das hier ist quasi ein Aha-Moment. Wir versuchen euch so schnell es geht zum Aha-Moment zu bringen. Mit diesem Ding hier. Und wenn wir hier unseren Funnel angucken, ist ja genau das Gleiche für B2B. Hier oben machen wir Traffic. Hier sammeln wir Leads ein. Das können die meisten. Das ist gar nicht so schwer. Also ehrlich gesagt, man muss den meisten immer noch dabei helfen. Aber rein theoretisch ist das gar nicht so schwer. Und hier unten, wenn ihr eine direkte Anfrage bekommt, ja, das kriegen die meisten auch noch hin, die zurückzurufen und die zum Sale zu machen. Aber die große Herausforderung ist die, wenn ihr hier oben Leads eingesammelt habt, im B2B, wie bewege ich diese Leads so schnell es geht und so gut es geht, hier runter zum Sale. Und da kann ich euch sagen, bei uns ist es diese Masterclass. Schneller geht nicht. Und das kann ich euch wirklich nur mit auf den Weg geben. Denkt darüber nach, ob ihr irgendwie, ich nenne das Middle-of-the-Funnel-Produkt, ja, mit in der Mitte vom Funnel, dass ihr da was kreiert, wo ihr so schnell es geht die Leute zum Aha-Moment bringt. Dass die sagen, boah, krass, das ist geiles Zeug, davon brauche ich mehr. So schnell es geht. Okay? Ich kann auch noch ein Learning teilen, vielleicht zum Thema Produkt und Marketing, weil wir es eben so gegeneinander dargestellt haben. Wenn wir, also mit einem unserer Kunden und bei uns mit dieser Masterclass genau das Gleiche, wenn wir einmal herausgefunden haben, was dieser Aha-Moment zu sein scheint, ja, dann können wir natürlich das auch benutzen, um oben unser Marketing noch viel effizienter zu machen. Das heißt, da haben wir praktisch einen positiven Effekt, der den Funnel wieder hochgeht. Ja, weil wenn ich weiß, dass jetzt in diesem App-Beispiel, was ich da gerade meinte, dass die alle aus dem und dem Grund diese App runterladen, dann wäre ich ja bescheuert, das nicht vorne schon in meinen Ads zu thematisieren. Weil erstens werden die sofort auf den Aha-Moment aufmerksam. Die scheinen ihn ja alle zu verspüren. Und sie wissen genau, dass ich den löse. Und zwar nicht erst hier unten in der Mitte des Funnels, sondern schon ganz oben. Das heißt, da auch, wenn ihr den gefunden habt, den durch den kompletten Funnel zu transportieren, wie Flaschenpost das zum Beispiel auch macht. Das ist ein Mega-Hack noch. Habt ihr, wer von euch ist im B2B-Bereich unterwegs?
Ja, es war auch so die Hälfte. Fast. Habt ihr sowas? Wer hat in der Mitte von seinem Funnel so eine Art Produkt? Oder was habt ihr da? Oder fehlt euch da was? Das würde mich mal interessieren. Ja, hau raus. Ja, du weißt nicht, wer du bist. Pascal. Wir sind ja ausreichend so im Dienstleistungsbereich unterwegs und wir haben auch am Anfang, sage ich mal, so ganz das, was man viel sieht, so einfach rauf auf so ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann haben wir gemerkt, es kommen zwar super viele Leads rein, aber die Vorqualifizierung findet noch nicht statt. Das heißt, wir wussten, wir müssen vorne einfach mal, brauchen wir etwas, um vorzuqualifizieren. Das heißt, wir haben ein Training vorne hingeschalten. Wir haben das am Anfang auch mal komplett, sage ich mal, zum Beispiel über Facebook, hauptsächlich einfach so wie hier jetzt auch macht, um die Leute mal vorzuqualifizieren und haben das dann irgendwann automatisiert, unpersönlich aufgenommenes Training, aber wir sagen nicht Live-Webinar, sondern sagen ganz klar, dass es halt einfach ein Online-Training ist und ne, kein Live. Und dadurch qualifizieren wir sehr gut vor und haben natürlich weniger Leads sozusagen in der direkten Sales-Pipeline, aber es ist wirklich wie so ein kostenloses Produkt, was halt super vorqualifiziert und dadurch hat die Sales, also ne, die Sales-Rate halt echt ja, super stabil nach und nach erhöhen kann. Und dann hast du einen coolen Funnel, so wie du es vorhin erklärt hast, wo du immer wieder nachjustieren kannst für die Qualität, die vorne reinkommt. Ja, sozusagen. Genau. Ja, cooles Beispiel. Mein Tipp wäre, probiert es bitte einmal nicht aufgenommen, sondern persönlich. Und messt mal den Unterschied zu aufgenommen. Genau. Also haben wir in der Tat schon gemacht, bevor wir das Training gemacht haben, ja. Weil wir haben versucht natürlich, alle Fragen aus diesem Live ja. in diese Aufnahme mit reinzubringen. Und ich muss wirklich sagen, es ist definitiv so, kann ich auch bestätigen, die Conversion in einem Live ist deutlich besser als die in der Aufzeichnung. Ja. Ja. Also ist definitiv so. Das ist ein Punkt, ganz ehrlich, wir arbeiten auch mit, ich sag's mal, wie formuliere ich das immer, mit dem größten Telekommunikationsprovider Deutschlands zusammen, den ich aber nicht nennen darf. Right. Und die kommen natürlich die ganze Zeit mit Skalierung. Und wenn ich denen den Funnel hier zeige, sagen die, ja, Henrik, ihr macht da ja super viel manuell und persönlich und so, das geht ja bei uns nicht. Und das habe ich mir ungefähr eine Dreiviertelstunde angehört. Und dann habe ich einfach mal weil ich es wissen wollte, habe ich gefragt, sagt mir mal, wie viele Leads kommen denn da bei euch oben rein, nur damit ich mal ein Gefühl habe. Und dann haben die gesagt, 15 am Tag. Und ganz ehrlich, das ist mir alles rausgefallen. Weil ich halt gesagt habe, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Bei uns kommen da echt 25, 30 Dinger am Tag rein. Wir sind 5, 6 Leute. Wir machen das alles quasi mit der Hand oder semi-automatisiert, weil wir wissen, dass persönlich und authentisch besser funktioniert. Und bei euch kommen 15 rein. Ihr habt Tausende von Mitarbeitern und kriegt es aber nicht hin. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Das ist das Problem, dass man immer gerne alles automatisieren will und skalieren will und so. Aber macht das, aber bitte testet einmal vorher, bis es persönlich funktioniert. Und wenn ihr das ein System gefunden habt, dann könnt ihr das automatisieren und nicht andersrum. Das machen so viele falsch und wundern sich dann, warum sie auch kein Feedback bekommen oder die Nähe zum Kunden verloren haben, ja, weil sie 2 Jahre mit dem Kunden nicht gesprochen haben, weil aller Scheiß automatisiert ist. Ja, das ist, am Ende muss man das irgendwann machen, aber da hast du eh auf einmal andere Probleme. Wenn du da angekommen bist, dass du das machen musst, hast du die schlimmsten Probleme hinter dir. Ja? Okay. Hab da vielleicht noch was. Ja, bitte, hau raus. Wir hatten ja schon die Ehre mit euch, genau ja. Vor einem Jahr. Und wir haben das wirklich, ihr habt uns sehr gut vor die Augen geführt. Ihr müsst einfach machen, nicht so viel schnacken und losgemacht. Und haben das auch relativ schnell herausgefunden und haben genau jetzt das andere Problem. Jetzt müssen wir wieder in die Automatisierung. Wir haben ein Produkt, also B2B-Softwareprodukt, haben durch viele persönliche Gespräche, und das hat uns gezeigt, den Aha-Effekt. Und jetzt, deswegen bin ich auch heute hier mit drin, ist das Spannende zu sagen, hey, wie kriege ich das jetzt wieder ins Produkt rein, die Automatisierung? Wir haben es gut rausgefunden, aber das funktioniert und das mit diesem Beratungsgespräch, ja, die Conversion ist am höchsten, haben wir festgestellt. Jetzt kommen wir nicht mehr hinterher, weil sonst müssten wir irgendwie 10 Vertriebler noch mit einstellen. Wir wollen es aber schaffen, das ins Produkt umzumünzen. Das wird jetzt der nächste Step und das Spannende. Ja. Aber man muss das, glaube ich, einmal machen. Das vielleicht noch, das hat uns viel die ja. das für Try euch, and Error.
Ja, ich kenne euch ja, ne? Für euch, auch das muss man sich angucken. Und Pascal war der Name. Ja, Pascal, das wollte ich bei dir eben auch noch einmal sagen. Das mit diesem Beratungsgespräch, da gibt es ein paar Hürden aus meiner Sicht. Erstmal ist dieses kostenlose Beratungsgespräch, ne, da weiß wirklich mittlerweile auch echt jeder doof, dass das eigentlich ein Sales-Gespräch ist. Ne? Also nur, so, das ist so ein bisschen verbrannt. Punkt 1. Ne, da, jeder weiß, ja, ich kriege da 30 Minuten ein kostenloses Beratungsgespräch. Ne, Achtung, also Punkt 1. Punkt 2 ist, ja, nehme ich mal mich persönlich, ich bin jetzt gerade online unterwegs, ich will jetzt kein Beratungsgespräch. Ich will jetzt nicht, ich habe keine Zeit und gehe mir nicht auf den Sack damit. Mhm. Ne, also auch das ist ein Thema. Und dann kommt Punkt Nummer 3, was Patrick gerade sagte, das hier ist ein Gruppengespräch mit 25 Leuten. Das skaliert ja viel besser, als das jetzt 25 Mal einzeln zu machen. Ich sage euch aber ehrlich, wenn wir jetzt im Vorfeld rausgefunden hätten, ja, dass jemand von euch super heiß ist, also heiß im Sinne von unserer, ihr seid natürlich alle super heiß, ne? Ich meinte heiß im Sinne von für unsere Zielgruppe, hätten wir wahrscheinlich natürlich versucht, mit dir ein 1-zu-1-Gespräch zu machen, um dich gar nicht erst hier in die Gruppe zu bekommen. Also hätte ich gerne mit dir ein 1-zu-1-Gespräch gemacht und hätte dann im Nachgang mich trotzdem vielleicht in die Gruppe gelassen, weil ich gesagt hätte, ey, da sind noch 24 andere coole Dudes als Beispiel. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Ja. Also wir fangen am Anfang jetzt an, also über die Webseite haben wir 2 Trigger, die wir rausgefunden haben, die wir unsere Besucher fragen müssen, um herauszufinden, kriegst du ein 1-zu-1-Gespräch oder packen wir dich in den Webinar? Und ja, das funktioniert mittlerweile ganz gut und das macht es dann auch wieder skalierbar. Ja, das genau, muss man bloß einmal herausfinden. Genau so machen wir es jetzt einfach vorher auf den Formularen. Okay. Ja. Vielleicht aber auch dazu nochmal, ich kann gar keine Prozentzahl sagen, aber für uns ist diese Masterclass hier ein Produkt. Ja, also wir behandeln das Ding hier wirklich als Produkt. Das heißt, wir verbrennen wirklich viel Zeit, operative Zeit in unserer Woche für unsere Masterclass. Also guckt das euch an auf LinkedIn in unserem Newsletter, Podcast und so. Wir hauen ohne Ende Content raus, alles mit dem Ziel auf diese Masterclass heute Abend zum Thema Product-Led Growth. Das ist für uns, hat die Wertigkeit eines Produktes und ist nicht so, ja, wir haben da hinten noch unser Webinar, du kannst auch in unser Webinar rein. Patrick, ich weiß, dass du das so nicht meintest, ich will das nur noch mal aufgreifen. Das hier ist ein Produkt. Das ist ein kostenloses Produkt in der Mitte von unserem Funnel. Das ist für uns super wertig. Und ich sage ganz ehrlich, wenn du mir das jetzt wegnimmst, dann würde unser Funnel hier in der Mitte zusammenbrechen. Weil die meisten Leute, also Basti Sarit, aber 80-90%, ehrlich gesagt sogar mehr, würde ich fast mittlerweile sagen, also 90% unserer Kunden kommen hier die waren hier in der Masterclass. Das ist Fakt. Ja. Okay, habt ihr noch was dazu? Ich bin heiß heute Abend, sorry. Würdest du das Strategiegespräch dann ganz lassen? Also, Nee. Wir haben heute noch für eine Dame das quasi gemacht. Ich würde ehrlich gesagt, das jetzt aus der Seite links, rechts, in der Navigation auf eurer Webseite rechts oben, aus meiner Sicht sollte immer der direkte Kontakt-Knopf sein. Was auch immer du mit direkter Kontakt meinst. Das ist entweder dein dreckiges Kontaktformular oder das ist eben dieses Erstgespräch oder was auch immer. Ich finde, der sollte, also als Dienstleister, der sollte immer rechts oben sein, auch auf jeder Seite, dass man immer, weil du willst, was du nicht willst, ist ein sehr guter Punkt, danke dir dafür, das verstehen viele nicht, was du nicht willst ist, jemand, der auf deine Webseite kommt und heiß ist, der dich schon kennt, der eigentlich schon mehr oder weniger, der will mit dir noch einmal gerade sprechen, den willst du ja nicht, mit dem willst du ja nicht hier oben wieder anfangen. Nee, das ist wichtig. Ja. Viele glauben, okay, dann muss ich immer allen hier oben nochmal durch die Leadschleife und so ziehen. Nee, die Leute sollen bitte, wenn sie soweit sind, gerne hier unten, steht ja auch hier, ne? Direkte Anfrage über Webseite, steht hier in der Mitte. Ne? Das heißt, die sollen gerne auch die Möglichkeit haben, tief in meinem Funnel unten einzusteigen. Ganz toller Punkt, danke dir, hätte ich fast vergessen. Ja? Umso besserer Punkt, den du gerade genannt hast, weil das fehlt auf meiner Webseite nämlich auch. Ich leite die Leute auf eine Free Case Study, aber ja, was wollen die machen, die eigentlich nur in Kontakt treten wollen?
Sehr guter Punkt. Werde ich gleich mal umsetzen. Also mein Aha-Moment. Dazu habe ich eine Frage. Wir wissen ja alle, dass die Leute sehr ungeduldig sind. Und ein Kontaktknopf bedeutet ja auch, dass ich Verzögerungen habe, bis sich mein Gegenüber mit mir in Verbindung setzt. Ja. Was ist denn mit einem Bot, der tatsächlich von einer Person betreut wird? Also kein Roboterbot, sondern wenn ich auf eine Seite gehe, habe ich eine Frage und will ja sofort Interaktion. Und ich habe ja immer das Risiko, dass der User dann, bevor meine Antwort kriegt, nochmal zu jemand anderem auf die Seite geht. Ja. Was hältst du von so Bots? Ja, ehrlich gesagt, so wie du ihn gerade erklärt hast, fände ich ihn super. Ja, weil wenn ich die Möglichkeit habe, da jemanden quasi anzuchatten, von dem ich weiß, dass er mir auch jetzt antwortet, muss ich sagen, das würde ich ausprobieren, das fände ich cool. Ich glaube nur, dass das Problem liegt eher in dem heutigen Stand der Zielgruppe, dass die meisten halt wissen, dass es ein Bot ist und deswegen eher davor Angst haben. Das heißt, du müsstest das dann sehr, sehr positiv aufladen, dass das wirklich kein Bot, dass das ein Live-Chat. Vielleicht ist die Lösung, liegt die vielleicht im Namen, ich denke schnell laut, dass es sowas ist wie ein Live-Chat oder sowas. Ja. Und eben kein Messenger-artiger Bot. Damit sage ich nicht, dass die nicht funktionieren übrigens, ne? Sondern du hast mich nur nach meiner Meinung gefragt. Ja, ja, klar. Ich habe ja nur danach gefragt. Ich habe ja keinen, aber ich denke mal drüber nach und ich habe es aus der Diskussion eben gedacht, weil ich einfach das Thema Verzögerung mit Kontaktanfrage als schwierig erachte. Ja. Weil mir dann immer jemand in meinen Sales-Prozess reinsteppen kann. Ja? Ja. Es kann ja immer jemand reingehen und im Prinzip einen Value liefern. Ich kann nicht antworten, wie du sagst, die von der Telekom brauchen 5 Tage, um jemanden zurückzurufen. Ja. Du verteilst intern die Leads, dann ist wieder der Kollege irgendwie nicht da im Urlaub oder whatever. Warum habe ich nicht einen geilen Vertriebsindienst, der wirklich schnell ad hoc antwortet und das dann auch richtig sofort mit ein paar geklärten Fragen noch weiterleitet oder selbst schließt gleich? Ja. Absolut. Also da kann ich noch vielleicht 3 Sachen. Erste Sache, die Leute, da zähle ich mich selber zu, haben meines Erachtens immer mehr eine Hürde, diese Kontaktformulare auszufüllen, weil sie irgendwie immer wissen, oh, danach kommt irgendwie etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Tonnenweise Mails oder die melden sich zu spät oder viel zu oft. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl. Also was wir machen ist, wir schreiben wirklich auf unsere Kontaktformulare, machen wir wirklich Gesichter drauf, wir machen da wirklich Telefonnummern drauf und vor allen Dingen wir schreiben drauf, wir melden uns garantiert in den nächsten 24 Stunden. Das ist vielleicht so ein kleiner Hack, den ihr vielleicht mitnehmen könnt, diese Angst zu nehmen und zu sagen, wir melden uns wirklich nicht so schnell es geht, sondern dann eine wirkliche Zahl dran zu schreiben. Und dann kommt mein Hack Nummer 2, den kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr im Sales unterwegs seid. Derjenige, der sich innerhalb von einer Stunde meldet, der hat sowieso 80% des Sales schon gemacht, das wisst ihr. Wenn ihr euch wirklich radikal, unfassbar, egal ob per E-Mail, was wir oft machen, wenn ich sehe, dass ich gerade keine Zeit habe, um da anzurufen, ich sehe aber, dass der Lead hier reingetrudelt ist, schreibe ich 1 Minute später eine persönliche Mail, die auch wirklich echt ist, und sagt, hier ist, danke für deine Anfrage, klingt super spannend, ich bin gerade im Workshop, ich melde mich um 16.10 Uhr. Das reicht, um denen das Gefühl zu geben, dass sie die Wichtigsten der Welt sind und dass sie persönlich betreut sind. Nur so als vielleicht kleines, können wir mal ausprobieren. Ja? Am besten auf LinkedIn, ne, Hendrik? Bitte? Am besten auf LinkedIn. Na, Hendrik? Also zumindest hat es bei mir funktioniert. Bei dir kam die Nachricht über LinkedIn. Ja, kann schon mal passieren bei uns. Okay. Wie stehst du zu Calendly und Co.? Ja, tolle Frage. Wir machen unser Calendly gleich am Ende von dieser Masterclass. Wir machen unser Calendly über HubSpot. Aber nur ein Beispiel, weil HubSpot unser CRM ist. Ist aber dieselbe Funktion. Vielleicht für alle. Das ist eine Kalender, du gibst deinen Kalender frei und es gibt einen Link und den kannst du den Leuten rausgeben und dann können die in deinem Kalender quasi einen Terminslot buchen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal getestet habe, ich schätze mal so vor 3-4 Jahren, da hat das gefühlt nicht funktioniert. Ich kann ja euch nicht sagen, warum, meine Interpretation war immer die, dass ich gesagt habe, die Leute, für die ist das irgendwie so zu technisch in meinem Kalender und so. Mittlerweile, muss ich sagen, funktioniert das super gut. Das heißt, nicht kalt, also wir haben den nicht kalt auf der Webseite, sondern wirklich in diesem Lead-Funnel, den ihr hier seht. Das heißt, wenn du Lead wirst, bekommst du an verschiedenen Stellen immer mal wieder die Möglichkeit, bei uns ein 30-Minuten-Gespräch zu buchen. Und das funktioniert, ehrlich gesagt, super gut.
Vielleicht ist das, ja, vielleicht ist das der Trick. Wir benutzen den nicht kalt draußen, sondern wir benutzen den sehr, sehr gerne im Rahmen dieses Funnels bei Leads, die uns sowieso schon kennen. Ich hab ein Learning dazu. Das Ding funktioniert am besten nur in der Mitte des Funnels. Das heißt, zu weit oben, aber auch zu weit unten funktioniert das Ding dann schon wieder nicht mehr. Ja, wenn ich Leute für Sales Follow-up oder keine Ahnung, da versuche einen Termin zu machen, dann schicke ich immer lieber zwei Terminvorschläge mit einer klaren Uhrzeit, weil sie einfach sagen können, ja, 17.03. um 17.30 passt. Ist für die einfacher, als wenn sie sich jetzt wieder durch dieses Kalendertool durchklicken müssen. Aber wenn ich eh nicht im direkten Kontakt mit denen bin, ist das in der Mitte mega gut. Ja. Okay. Wir machen gleich noch eine schöne Fragerunde. Ich würde schnell einmal nochmal durch das Thema hier durchsausen. Ist eigentlich eine eigene Masterclass wert, glaube ich. Aber ich finde, sie muss hier kurz angetickert werden. Es tut mir leid, es wird schlimm nerdig jetzt. Ich liebe ja nerdig, aber ist halt so. So, Thema Growth Loops. Es gibt zwei Sorten von Growth Loops. Und das ist so Außenprodukt par excellence. Ja, Product-led Growth. So wie es die großen Unicorns in den USA machen und hier in Deutschland irgendwie keiner hinbekommt. Also, erste Loop ist Acquisition Loop. Bedeutet, ein neuer User kommt rein und durch seine Produktnutzung, dadurch, dass er irgendwas tut in meiner App, in meinem System, in meiner Software, in meinem Masterclass oder so, dadurch, dass er irgendwas Bestimmtes tut, geht das gleichzeitig, diese Aktion geht wieder nach draußen, ich erkläre das gleich an einem Beispiel, und sorgt halt dafür, dass neue User darauf aufmerksam werden und sagen, das will ich auch haben. Super blödes Beispiel wäre diese Masterclass. Ja, ihr macht jetzt einen Screenshot oder macht nachher ein Posting, wo ihr sagt, hier war super geil, ihr müsst beim Henrik in die Masterclass rein. Wäre ein dummes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist beispielsweise bei einem Online-Game. Die sind immer sehr, sehr gut in diesen Gamification-Sachen. Ne, du machst irgendwas, du erreichst Level 4 mit einem Punktestand von 410 und dieser Punktestand teilt sich automatisch nach draußen, zum Beispiel über Social Media. Und so kriegst du wiederum, durch die Aktion, die getan wird, kriegst du wiederum neue Leute rein. Beispiel Runtastic oder hier Runkeeper, diese Fitness-Apps, die es immer so gab, wo die Leute sagen, ey cool, ich bin heute 10 Kilometer gelaufen in 43 Minuten und ich poste das. Was nicht nur dazu führt, dass die Leute finden, oh cool, der kann ja super schnell rennen, sondern sie sagen, oh, wie trackt denn der das eigentlich? Hol dir auch deinen Runtastic. Ja, dass durch eine Aktion in dem Produkt hole ich quasi mehr oder weniger nativ Leute wieder rein. Das ist sozusagen die Acquisition Loop. Ihr merkt, das ist super schwierig. Aber wenn ihr euch die fetten Facebooks, Instagrams, Spotifys und so weiter, wenn ihr euch die fetten Companies da draußen anguckt, das sind Netzwerkeffekte, die wachsen alle hauptsächlich gar nicht, weil sie so viel Ads schalten, sondern weil sie eben diese Dinge herausgefunden haben, wie das geht. Acquisition Loop, einmal kurz. Dann gibt es dahinter den zweiten Kreisel sozusagen. Das ist der sogenannte Retention Loop. Der ist wiederum dafür da, steht schon im Wort Retention, nicht Acquisition, dass er neue Leute reinholt, sondern der ist im Prinzip dafür da, dass ich wiederkomme. Ne, weil ich habe das Spiel jetzt einmal angespielt und dann ist es langweilig, habe ich es wieder vergessen. Ja, das heißt, es gibt die Aktion und jetzt passiert irgendwas. Irgendwas Besonderes passiert, sodass die App, die Software, eure Dienstleistung, euer E-Mail-Marketing oder sonst irgendwas sagt mir, Henrik, hier ist eine bestimmte Begründung, du musst wiederkommen. Damit ich dann wiederum was tue und das wiederum nach draußen triggert. Beispiel, nehmen wir wieder Runtastic. Dass die mir sagen, ey Henrik, du bist seit 5 Tagen nicht gelaufen. Was ist denn da los? Ne, das heißt, die kennen den Aha-Moment. Ich will ja so viel Sport machen, wie es geht. Oder mein Marathon finishen oder was auch immer da persönlich in deinem Kopf losgeht. Und dann hauen die mir da eine Push-Notification unter die Nase. Ey, du warst 5 Tage nicht laufen. Oder sie könnten mir sagen, weil sie im Hintergrund ein Netzwerk haben, dein Kumpel ist übrigens heute das erste Mal eine Minute schneller gelaufen als du. Das ist ganz schön gemein, ne? Einmal, da bin ich der Erste, der sofort Laufschuhe schnürt und ab geht's. Ja, als Beispiel. Das heißt Retention Loop. Dinge zu tun, damit ich wiederkomme. Ob das per Push-Notification passiert
ob das per E-Mail-Marketing passiert, ob du deinen Kunden, weil du Salesforce-Software verkaufst, ob du deinen Kunden anrufst und sagst, hier, wir haben jetzt mal geguckt, die und die bewertet, das haben wir früher gemacht, ne? Du hast jetzt 8 Bewertungen, wie läuft es denn? Das ist ja schon ganz schön viel, ne? Ob das sozusagen Retention Calls oder sowas sind, das spielt keine Rolle, aber wichtig ist, dass aus der Produktnutzung raus, dadurch, dass du das Produkt nutzt, dass du das Produkt nutzen sollst, dass du daraus wiederum sozusagen kleine Marketingaktionen an den Start bringst. Und nicht immer sagst, unser Produkt ist super, mach das und das, unser Produkt kostet das und wir haben die und die Features, sondern eben aus der Produktnutzung raus. In der Acquisition-Phase hier vorne, dass du eine Aktion machst, die quasi teilbar ist oder die die Leute sehen, und in der Retention-Geschichte, dass halt eine Aktion passiert, entweder von dir selber oder halt vom Rest der Community, die dich so triggert, dass du da unbedingt nochmal reingehen musst, dass du nochmal gucken gehen musst, dass du das auch machen musst. Dümmste Beispiel fällt mir gerade ein, ist eigentlich der Kicker. Ja, also hier kicker.de. Ja, Fußballergebnisse, Live-Ticker. Also der Kicker lebt ja von Page-Impressions. Das heißt, je mehr Page-Impressions die haben, desto mehr Werbung können die verkaufen. Oder teurer können die Werbung verkaufen. Das heißt, wenn ich halt beim FC spiele, lohnt sich nicht sonderlich, aber wir machen es ja trotzdem, ja, Samstagnachmittag 30 Mal auf den Live-Ticker gehe, dann ist es gut. Wenn die mir dazu Push-Notifications schicken, zu jeder Aktion oder nur zum Tor oder sonst was, ist das für die gut. Das ist Aha-Moment, das ist ein Retention-Loop. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man jetzt im B2B-Kontext, also jetzt mit einem Software-Produkt, die erste Loop hinbekommt, weil das ist natürlich jemand, der da einen Free Trail probiert und das ist das, wie ich vielleicht auch, ja, das, da hänge ich gerade fest, aber das ist vielleicht die Challenge, das noch rauszufinden. Bei euch? Ja, es ist halt im B2B-Kontext wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder als im B2C, aber zu sagen, wie kriege ich da den Output außerhalb hin, wenn da jemand innerhalb des Free Trails irgendwas gemacht hat, was den Aha-Effekt ist, erreicht hat, und dann, ja. Also wichtig ist, das steht ja auch, the desired action of the product. Ne? Das ist wirklich dieser Aha-Moment. Und ich sage jetzt mal, bei euch ist der Aha-Moment ja auch, so hatten wir es, glaube ich, damals auch gesagt, der Aha-Moment ist, wenn ich die App am Start habe und das erste Ding vielleicht eingescannt habe und dann spüre so, boah, krass, das vereinfacht ja eigentlich wirklich diesen ganzen Prozess. So, und an dem Punkt würde ich, kann ich jetzt auch nicht spontan, aber an dem Punkt würde ich genau überlegen zu sagen, okay, was könnte diese Person, die das tut, triggern, um das noch anderen auch zu erzählen? Genau, nicht an irgendwelchen Stellen, sondern genau an der Stelle. Ich habe da vielleicht einen Kommentar zu. Ganz kurz, Maxi, bei Isabella, weil die kenne ich ja auch gut. Ist das der gleiche Punkt? Wir hatten das Beispiel mal. Ne? Vielleicht willst du noch mal kurz hier auch die Gelegenheit nutzen. Weil die Zielgruppe sitzt hier wieder rum. Ganz kurz vielleicht, wenn du willst, wenn du nicht willst, auch okay, zu sagen, was ihr macht? Gerne. Also ist euch auf die Frage bezogen oder allgemein einfach, was ihr macht? Ja, sag einmal kurz, was ihr macht, und dann haue ich meinen möglichen Aha-Moment raus. Okay, wir machen Vorsorgedokumente digital, also die Plattform heißt meine-Vorsorgedokumente. Du kannst als Endverbraucher, also B2C-Kunde, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Co. bei uns digital im Konfigurator erstellen und auch in deinem Kundenportal dann ablegen. Ja, so, Vorsorgedokumente, ne? Und, wie ich sage, das meine ich sehr positiv, ein sehr kritisches Thema und ein sehr spezielles Thema. Aber grundsätzlich hätte ich gesagt, wenn ich jetzt, ich bin ja alleine, ja, das heißt, ich kümmere mich jetzt gerade alleine darum. Ich mache das zwar vielleicht für mich, vielleicht mache ich es für meine Mama, für meine Oma oder sonst irgendwen, aber ich mache das ja jetzt gerade alleine. Ne, das heißt, eine Idee könnte sein, sobald ich das gemacht habe, bin ich eigentlich so froh, und wenn wir da auf einen emotionalen Trigger drücken, auf der Danke-Seite, ja, dass wir sagen, okay, das ist so wichtig, dass du das gemacht hast, weil stell dir mal diesen Worst Case vor, dass deine Mama da quasi im Sterben liegt und sie kann selber nicht mehr entscheiden. Nehmen wir mal wirklich so einen Worst Case. Das ist ja das, was ihr löst. Zu sagen, du solltest das möglichst vielen anderen auch erzählen. Du hast doch bestimmt Freundinnen, die eine Mama haben im gleichen Alter. Das ist relativ wahrscheinlich. Das könnte an der Stelle so ein Trigger sein. Das heißt, ich habe das jetzt einmal gemacht, habe das Gefühl, boah, krass, das war ja super easy und jetzt habe ich das digitalisiert, geil.
Und genau an dem Moment zu sagen, du solltest, das ist so ein wichtiges Thema, was von den Leuten unterschätzt wird und die meisten kapieren es erst, wenn es zu spät ist. Das heißt, da müsste man schon so ein bisschen emotionale Triggerschrauben anziehen, um dann von da zu sagen, okay, teile es doch bitte mit so vielen Leuten, wie es geht. Ob das jetzt einfach nur Sharing-Buttons sind oder möglicherweise irgendwie was anderes, weiß ich nicht. Oder ob man da vielleicht sogar ein Referral dranhängt, also eine Incentivierung dranhängt und sagt, hier, also da, an der Stelle kann man, glaube ich, wiederum sehr viel testen, weil die sind gerade befriedigt. Ja, das heißt, die haben den Aha-Moment erreicht und euer Produkt hat aus meiner Sicht Potenzial dafür, dass es alle anderen bitte auch wissen sollten. Weil das Problem ist unterschätzt. Ja, okay. Dann Maxi, du hast noch was. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass beziehungsweise auch aus der Praxis, ich habe mit einem Mindset-Coach mal einen Online-Kurs durchgemacht und auch mit ihm zusammengearbeitet und der hat jedes Mal in den Videos gepusht, teile doch das, was du hier lernst, mit deinen Peers. Und ich glaube, es ist ganz schwierig bei den Dingen, wo das Ego aufgebaut wird, das mit seinen Peers zu teilen, weil man will ja dann unter Umständen sowas gar nicht teilen. Also wenn es der unfaire Vorteil ist, will man es vielleicht gar nicht teilen und dann will das Produkt aber ständig, hey, du machst dich selber besser, teile es mit deinen Freunden, aber ich will eigentlich besser sein als meine Freunde, deswegen benutze ich das Produkt. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, auf der anderen Seite dieses emotionale, empathische, ist, glaube ich, super wichtig, dass man es auch teilen will. Wenn es das Ego kitzelt, dann, also wenn ich was teile, soll es entweder mein Ego positiv kitzeln. Ne? Es gibt ja irgendeinen Grund immer, dass ich es teile. Ja, das ist halt, ganz kurz, das ist es. Ja. Schreib den Grund drauf. Warum nicht teile es, share it with your peers oder so, sondern warum sollst du das teilen? Warum? Um 10 Euro zu bekommen. Oder weil die anderen auch nicht in die Falle tappen sollen. Ja, oder weil du einfach ein guter Mensch bist und wir in einem Gutmensch-Coaching sind. Oder, also meine ich ernst, könnte ja sein, das würde ja dann passen. Ne? So, aber warum soll ich das teilen und schreib das Warum unbedingt da ganz klar drüber, warum es sinnvoll ist, für dich es zu teilen und nicht einfach teilt es, weil das macht keiner. Ja, ja, mega cool. Okay, Leute, habt ihr noch eine Frage? Ja, bitte, Isabella. Ich muss mich leider verabschieden, ich muss in den nächsten Termin rein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir ein bisschen länger machen, aber es ist kein Problem. Ich habe mich mit Basti schon ausgetauscht, dass wir vielleicht morgen nochmal quatschen wegen Growth Hacking, wegen meinen Ergebnissen. Aber ich wünsche euch noch viel Spaß, frohes Hacken und bis nächste Woche. Macht's gut zusammen. Servus. Ciao. 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 Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Ideen? Habt ihr noch irgendwas Individuelles, was ihr wissen wollt? Oder ist Zeit für ein kaltes Kölsch, glaube ich, ne? Ja. Okay, super. Also, was wir machen, glaube ich, wissen die meisten. Wir betreuen Unternehmen dabei, wir betreuen Teams dabei, Schritt für Schritt in diese verdammte Umsetzung zu kommen. Ihr könnt jetzt Growth Hacking nennen, könnt ihr wegen mir auch anders nennen. Meistens geht es um Marketing, meistens geht es um Sales und wie wir heute gemerkt haben, es geht bei uns auch ganz, ganz viel ums Produkt. Ja, das heißt, wenn ihr auch ein Produkt habt, wo ihr sagt, boah, ich weiß, das ist da irgendwie drin, aber ich komme da nicht dran, ja, dann können wir dabei auf jeden Fall helfen. Was am Ende bei rauskommen soll, unser Klassiker, seht ihr hier, ist eigentlich so in der Mitte. Das sind meistens entweder Einzelpersonen oder so Teams von 3, 4, 5, 6 bis zu 10 Leuten, die sind meistens da in der Mitte. Das ist ein 3-Monats-Programm. Das heißt, wir starten mit einem Kickoff, wo wir genau analysieren, wo steht ihr, wo sind eure Probleme am Produkt, am Marketing, am Sales und definieren in 3 Monaten ein Ziel. Was soll in 3 Monaten für euch rauskommen? An Leads, an Umsätzen, an Gewinn, an neuer Produktstrategie, was auch immer das Ziel ist. Ja, und dann gehen wir mit euch wöchentlich in diese Calls hier rein, aber wir machen das ganz exklusiv individuell und setzen mit euch Schritt für Schritt diese Experimente um. Das heißt, Beispiel von heute, Aha-Moment. Wir werden wahrscheinlich, keine Ahnung, 1, 2, 3 Wochen brauchen, um zu analysieren, wo euer Aha-Moment ist. Ja, da werden wir auch mehrere Versuche für verwenden und dann werden wir natürlich alles tun, um die User so schnell es geht zu diesem Aha-Moment zu bringen. Das ist Variante A. Variante B kann aber genauso gut auch im Marketing sein, dass ihr sagt, boah, uns fehlt einfach oben im Trichter der Eingang. Das heißt, uns fehlt der Traffic, uns fehlen die Leads. Können wir genauso gut die Experimente dahin schrauben. Ja, die andere Variante ist die,
Hier, Masterclass, Mid-of-the-Funnel-Produkt. Ja, also ihr seht, da sind ganz, ganz viele verschiedene Stellschrauben, in denen wir unterwegs sind. Das ist sehr, sehr viel B2B, ist aber auch sehr, sehr viel B2C. Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Wie gesagt, das sind 3 Monatsprojekte.